ja, so schnell wie Frau Kohler ihre Kurven auf dem Blatt schreibt, so schnell saust Antonio auf der Rennstrecke mit seinem Kart. Und man kann sagen, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Du hast mit 3,5 Jahren schon angefangen, Kart zu fahren. Kannst du dich überhaupt noch an die Zeit erinnern, wie das da war? Ja, bitte schon noch nicht mehr alles, aber ziemlich viel. Angefangen habe ich in der Coop-Garage gefahren. Dort ist mir noch ein kleiner Unfall passiert. Ich bin in die Eisenpfahlung gefahren und habe gerade das ganze Chassis vorne. Da hast du aber noch nicht genug gehabt. Hast du dort mal so einen kleinen Kart gehabt? Hättest du noch nicht gerade den Laden runtergemacht? Nein, natürlich nicht. Ich bin gleich weitergefahren. Und ja, bis ich dann teilnehmen konnte. Du hast deine jetzige Karte mitgebracht. Was fasziniert denn dich in diesem Sport? Ja, halt sicher mal Geschwindigkeit, dass man so schnell ist. Mir gefällt es einfach auch, so wie Autofahren. Mir haben Autos immer schon gefallen, auch als ich klein war. Das ist halt, ja, das fasziniert mich. Jetzt bist du 12, mit 3,5 hast du angefangen. Wie viel Training brauchst du da? Ja, nicht so viel. Wir trainieren halt meistens dort, wo wir gerade auf der Kartbahn sind, dort, wo wir es drin haben. Und ja, also manchmal habe ich auch so gerne nur zwei Training, wenn man mal mit meinem Vater arbeitet, vom Montag bis zum Freitag. Ich mache die bis um 9 Uhr oder später so gerne. Dann fahren wir halt gerade ab, bis jetzt nach dem Vater drin mit dem Camper. Ja. Ja, weil eine Trainingsstrecke hier in der Umgebung gibt es ja nicht. Wo gehst du denn trainieren? Wenn man gut trainieren würde, dann meist auf dem Wohle. Die ist gerade hier in der Nähe. Du musst aber doch noch recht fahren. Also, es ist nicht gerade hier in der Ostschweiz, hat es nichts. Nein, eigentlich nicht. In der Schweiz hat es eigentlich sehr wenig Bahnen. Darum sind wir auch mehr ausländische Länder. Mhm. Zum Beispiel Frankreich, Italien, Deutschland. Dann haben wir mehr rein. Der Papi begleitet dich, ist er auch gerade ein bisschen dein Trainer? Ja, eigentlich schon. Er stellt das Chassis. Er macht eigentlich super gut. Ich bin auch stolz, so einen Mechaniker zu haben wie er. Also, da macht er viel los. Mhm. Jetzt hast du deine Pokal mitgebracht. Du hast ja riesige Erfolge. Du bist der jüngste Gasco-Doro-Gewinner aller Zeiten. Den sehen wir hier. Der Schweizer Meisterschaftspokal, die drei Bridgestone-Cup-Pokal. Wahnsinniger Erfolg. Und zwar schauen wir jetzt gerade einen an. Gell? Das letzte Rennen vom Herbst 2010. Bridgestone-Cup hast du gewonnen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir die Bilder gerade mal zusammen an. Natürlich ziehen es Posen am Schluss. Wie schnell bist du jetzt da unterwegs, so in der schnellsten Stelle? Kommt darauf an, je nach Übersetzung. So um die 100 km/h bis 105. Doch so viel? Mhm. Und da pöppelt das Herz dann schon recht. Bist du auch ein bisschen nervös, oder? Ja, am Start schon. Im Rennen eigentlich nicht mehr. Ich bin eigentlich nie nervös. Ja. Wie tust du dich denn auf das Rennen vorbereiten? Tust du die Strecke ablaufen und auch ein bisschen eingehen, das Mentale? Oder wie machst du das? Ja, manchmal laufe ich die Strecke ab. Auch wenn es regnet, ist es sehr wichtig, zu schauen, wo die Stellen noch nass sind, wo nicht. Und ja, mental eigentlich auch. Ja. Hast du auch schon einen Unfall gehabt? Ja, da hatte ich mal in Deutschland am Rennen. Dort wollte ich zwei miteinander überholen.
Die vor mir hatte aber Angst gehabt und ist gerade mit anderen Zeiten hineingefahren und ich bin gerade über hinten drauf. Hat es mich gerade überschlagen. Aber nicht schlimm, also verletzt bist du nicht, gewesen, nicht mehr ins Spital. Nein, das habe ich nicht müssen. Nein. Und dann hat man das nächste Mal, wenn du in die Karte hockst, ein bisschen den Bammel, oder? Das ist kein Problem. Ja, doch. Dann hatte ich den nächsten Lauf schon ein bisschen Angst gehabt. Ich war auch nicht mehr so schnell. Ich bin nur noch Vierter geworden. Und nachher aber gleich im Finale konnte ich sofort wieder Gas geben. Wie sieht es aus mit der Konkurrenz? Jetzt bist du so erfolgreich. Hat man da dann wirklich auch einen Konkurrenzkampf untereinander? Oder sind ihr eigentlich auch so neben der Rennstrecke Kollegen? Neben der Rennstrecke sind wir ganz sicher Kollegen. Wir spielen zusammen. Und Konkurrenz, ja. Also, es ist schon schwierig zum Gewinnen. Ist machbar, aber schwierig. Ja. Jetzt bist du ja auch schon gegen den Sohn des Häkkinen gefahren. Der bekannte Formel-1-Pilot, sein Sohn, den hast du aber geschlagen, gell? Den habe ich geschlagen, ja. Ich war vor ihm. Ich hatte aber gleich auch Pech gehabt, im Rennen. Aber hat trotzdem geklappt. Hat trotzdem geklappt. Ist denn irgendwie auch dein Vorbild? Oder wer ist das Vorbild jetzt bei dir im Formel-1-Sport? Also, mein grösstes Vorbild ist natürlich der Michael Schumacher. Ich bin immer Fan von ihm. Ich finde es cool, dass er jetzt wieder Formel 1 fährt in diesem Jahr. Ja, ich hoffe, er kommt auch wieder führen jetzt. Ja. Da verfolgst du natürlich auch jedes Rennen im Fernsehen. Ja, natürlich. Da muss ich schon schauen, wie viel das er macht. Auch bei den anderen Piloten. Wie sieht es denn mit deinem Ziel aus? Also Formel 1 ist ganz klar, dort willst du mal hin. Formel 1 ist ganz sicher mein Ziel. Es ist leider ein schwieriger Weg, weil ohne Sponsoren ist es ziemlich hart bis dort hin. Ja, weil es ist halt auch teuer, zum Beispiel beim WSK-Rennen in Italien. Also du kannst 3'000 Euro einrennen und ist halt schon recht viel Geld. Dann bist du jetzt auf Sponsorensuche? Bin ich schon, ja. Das heisst, wenn es jetzt jemand daheim sagt und sagt, mal, der junge Mann, das Talent möchten wir unterstützen, dann wärst du schon froh? Dann wäre ich sehr, sehr froh, sehr dankbar, dann wäre schon nett. Wie sieht denn das mit dem Autofahren aus? Freust du dich besonders, bis du 18 bist? Ja, ganz sicher. Also, ganz sicher freue ich mich drauf, wie ich endlich mal Auto fahren kann. Ja. Und so weibliche Fans an der Rennstrecke gibt es das auch schon, jetzt so wie 12? Das weiss ich eigentlich nicht, ich glaube eher weniger. Ja. Wenn du dann vielleicht ein bisschen älter bist, dann fängt das mit den weiblichen Fans an. Ja, und so rasant wie Antonio auf der Rennstrecke unterwegs ist, mit so viel Tempo kann man ja den Partner oder Partnerin